Und damit hallo und herzlich willkommen zum Spiel Modelbilder. Ja, ich wollte eigentlich aktuell kein neues Let's Play anfangen und ich denke, es wird doch erstmal oder generell nur ein angespielt. Das Spiel gibt es aktuell nämlich im, ich sag mal, super Sonderangebot bei Steam, 50% Ermäßigung. Deswegen wollte ich jetzt noch schnell ein Video machen, dass, falls ihr euch dafür entscheiden solltet, das Spiel selber zu holen, weil euch das Spaß machen würde, dass ihr noch Gelegenheit dazu habt, es euch zu holen. Bis zum 1.5., wie gesagt, 50% Ermäßigung. Und ja, hier rechts können wir schon sehen, es gibt auch einige DLCs dabei, die aber sogar bis auf eins kostenlos sind. Das hier, glaube ich, war es, Into the Stars. Das kostet 2,99 aktuell, ist, glaube ich, auch noch relativ neu draußen. Alle anderen DLCs, die ihr hier seht, sind kostenlos. Also das nur schon mal zur Info. Und ich habe gerade gar keine Ahnung, hier ist so viel, was sich bewegt. Ich weiß nicht, wo ich draufklicken soll. Ich würde sagen, wir klicken mal auf Karriere. Das hört sich immer gut an. Das hört sich immer so an, dass man ein bisschen was gezeigt bekommt. Und freier Modus ist ja eher, steht hier auch, lebe deine Kreativität aus. Dass du halt alles machen kannst, was du möchtest. Wir fangen die Karriere an. Wenn du diese Worte liest, bin ich schon tot. Du warst der Einzige, der stets denselben kreativen Zauber wie ich verspürt hat. Daher mache ich dir meine Werkstatt. Vermache ich dir. So. Sie bietet viel Platz für Werkzeug und Modelle. Aber ich wollte dir auch kein Opermuseum schenken, das dir nur Arbeit macht. Hauche der Werkstatt neues Leben ein. Darum bitte ich dich. Das ist mein letzter Wunsch. Dein Opa Stan. Ja, und das ist die Werkstatt. Ich hätte die Maus doch ein bisschen unempfindlicher machen sollen. Die geht doch sehr schnell. Und wie man sieht, haben wir wahrscheinlich wieder einiges zum Aufräumen, oder? Anklicken können wir die Sachen leider nicht. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Vitrine, wo wir dann unsere fertigen Sachen ausstellen können. Und ich hoffe, dass wir dann noch mal ein bisschen umbauen können, weil hier sieht es doch noch ein bisschen kuddelmuddelmäßig aus, dass wir noch ein paar andere Sachen machen können. Geh zum hervorgehobenen Bereich und interagiere mit dem Werktisch. Ja, das habe ich übrigens noch gar nicht gesagt, was aber vielleicht auch anhand des Namens rekonstruierbar wäre. Und zwar baut man sich Modelle. Man baut sich Modell, ja, weiß ich nicht, Flugzeuge, ich weiß nicht, was alles drin ist, Modellpanzer, vermute ich mal anhand der Bilder hier rechts. Dann verschiedene Sachen aus Star Wars bzw. aus irgendwelchen Galaktik-Abenteuern, wo wir dann sowas Ähnliches wie einen Falken herstellen können und so weiter und so fort. Also da ist wohl einiges dabei, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was man alles machen kann. Ich werde nur mal kurz die Empfindlichkeit der Maus einstellen. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Auf jeden Fall ist das Ganze jetzt nicht mehr so schnell. Werktisch, der Hauptarbeitsbereich, auf dem du Komponenten aus Angüssen herauslösen, sie zusammensetzen und bemalen kannst. Drücke linke Maustaste, um ihn zu benutzen. Tutorial-Paket. Eine Liste aller verfügbaren Projekte, okay. Wähle ein Projekt aus der Projektliste aus. Ja, wir haben... Ah, doch. Ah, okay, Stufe 1. Wir können im Endeffekt nur mit dem hier anfangen. Zeigt alle Informationen zum ausgewählten Modellbausatz. Okay, zeigt die ausgewählte Bausatzschachtel. Gut, wir können halt keine andere auswählen. Wird automatisch geöffnet, das ist schön. So soll das Ganze einmal aussehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Klicke auf diesen Knopf, um die Anleitung auf ein Fenster in der rechten unteren Ecke zu verkleinern. Ja gut, da kann man es aber noch gut sehen. Die Projektanleitung enthält eine Menge nützlicher Informationen zum richtigen Zusammenbau des Modells und manchmal auch Malanweisungen. Okay. A1. Klicke auf die linke Maustaste, um das Teil zu finden. Ja, ich habe hier gar keine Teile. Hallo? Ach so, hier. Okay. Um zu finden, ja, und aufzuheben, denke ich mir mal.
Moment, B10, das ist das, was wir für die Mitte brauchen. So, kann man das auch irgendwie drehen? Anscheinend nicht. A1. Hier gibt es kein A1. Das ist anscheinend noch hier dran. Hallo? Ah, jetzt. Klicke auf das Teil im Anguss. Das müsste doch das hier sein. Das sieht so ein bisschen so aus. Es sieht nicht hundertprozentig so aus. Ah, okay, man muss zumindest nicht hundertprozentig treffen. Das ist schon mal gut. So, abgeschnitten. Löse noch mindestens zwei Teile heraus. Ja, das Rauslösen ist kein Problem. Ich guck mal eben, aber ich glaube dann. Genau, dann kann man das nämlich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, trennen wir einfach alles, damit wir dann gleich auch alles haben, was wir suchen. Zack. Und ich muss sagen, ich liebe solche Sachen ja in echt. Das ist zum einen natürlich ist das ein kleines Geduldsspiel, das muss man auch sagen. Was mich persönlich immer ein bisschen genervt hat, ist, dass man danach die Finger voller Kleber hatte. Also das, ja gut, ich muss dazu sagen, das letzte Mal, wo ich sowas gemacht habe, da war ich noch recht jung. A1, klicke auf die linke Maustaste. Ach so. Okay, dann macht er das automatisch, sehr schön. Anbringen von Teilen. Linke, rechte Maustaste. Oh Gott. Steuerung, drehe das Objekt anhand einer festen Achse. Shift halten und drücken, drehe das Objekt. Shift und halten, rechte Maustaste. F ist Kameraschwenk. Alt, verlangsame die Bewegung, während du einen anderen. Oh Gott. Okay, also Shift. Oh. Kann man das nicht auswählen? Nee, ich will das. Oh. Wieso wechselt der das? Nee, das will ich doch gar nicht. Ah, Leute. Da geht's schon los hier. Also gut, ich muss das rüberziehen. Aber ich muss das vorher drehen. Okay. So, die andere Seite, das ist die Seite. Die kleben wir hier mit dran. Ja, das habe ich jetzt gerade auch selber festgestellt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt. Na gut. Wie komme ich jetzt da? Nächste Seite. So, dann brauchen wir das Ding. Das ist das. Also, das ist auch für ganz Blöde gemacht. Das ist schon mal schön. So. Dann die beiden Flügel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt immer so sein wird, dass ja, man quasi diesen Hilfsmodus hier drin hat. Aber ich muss sagen, ich finde das schon ganz cool. Ich meine, wenn man es. Nein, du sollst es nicht. Oh, was war denn das jetzt? Wo hat er das jetzt hingeschmissen? Hallo? Du solltest das Teil nur ein bisschen drehen. Mehr solltest du nicht machen. So. Ach, das muss auf die andere. Ach so. Oh, lass es doch draußen. So, es muss auf diese Seite. Aha. Jetzt ist die Frage. Muss das hier unten rein? Ja, ne? Ja. Das einmal. Man muss sich ja erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Ich meine, wie muss ich das ganze Teil bewegen? Funktioniert das alles so, wie ich es vorhabe? Drücke ich mal wieder die falschen Tasten? Das kann auch häufiger passieren. Ach, das Ding sieht so riesig aus, obwohl das gar nicht so groß ist. Okay. So, Moment, dann die nächste Seite von oben. Nee, von unten.
das ist die Seite. Jetzt kommen sozusagen die Stützräder dran. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sie das farblich gekennzeichnet haben, was schon drin ist und so weiter. Weil dann kann man direkt sehen, oh ja, alles ist grün. Ich nehme jetzt die nächste Seite. Finde ich richtig gut. So, wir haben ja eh nur noch einen Teil. Das sieht sogar fast so aus wie das Flugzeug, was mein Vater damals hatte. Das durfte ich leider nicht selber zusammenbauen. Ich glaube, das hatte er auch mal als Kind zusammengebaut. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht so ähnlich aus. Nur, dass das grau angemalt war und ja, so vom Modell her ein bisschen anders war. Klicke auf die Schaltfläche Projekt abschließen. Achso, hier oben. Nachdem du das ganze Modell zusammengesetzt hast. Möchtest du aufhören, daran zu arbeiten? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gerne das Ganze bemalen, aber... Kleber und Plastik geschnüffelt. Yay! Später geht's zum Terpentin. Okay, Supermarine Spitfire. 5 Sterne. Perfekt. Ja, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, überhaupt was zu machen. Verlasse... Achso, hiermit. Verlasse den Werktisch, gehe zur Schauvitrine, platziere das Modell. Okay, mit Escape komme ich raus. Ja, können wir hier hinstellen, oder? So ein bisschen... Muss ich hier mitmachen, okay. Zack. Stolz auf mich. Stelle ein fertiges Modell in die Schauvitrine. Sehr schön. Aber es ist sehr klein, muss ich dazu sagen. Und ich hätte es gerne angemalt. Okay, wir machen weiter. Ich bin jetzt ganz heiß drauf. So, einmal anklicken. Das ist alles noch Stufe 1. Stufe 2 dürfen wir noch nicht. Okay, gut. Was ist das denn? Das ist nicht... Das ist tatsächlich ein kleiner Zwerg. Wir müssen ein Zwergmodell machen. Kann sein, dass wir jetzt ein bisschen an, also üben können, wie wir malen. Also wie wir die Farben machen. Achso, Blätter in der Anleitung. Verwende den interaktiven Malindikator in der Anleitung. Klicke auf die hervorgehobenen Markierungen, um das ausgewählte Werkzeug und seine Eigenschaften entsprechend der Vorgabung der Anleitung zu ändern. Hilfe! Was ist jetzt passiert? Ich will hier raus. Kann ich dich irgendwo hier hinstellen? Verwende den Fülleimer-Werkzeug entsprechend der Anleitung. Ja, wie entsprechend der Anleitung? Ich brauche doch erstmal einen Zwerg, oder nicht? So, Moment. Den Zwerg stellen wir hier hin. Das soll so sein. Im Prinzip brauche ich nur den Hammer, den ich selber machen muss. Also habe ich jetzt wieder Quatsch gemacht. Wir müssen das austauschen. So. Oh, kann man das ranzoomen? Ja, okay, kann man. Okay, so. Das dahin. Und das hier unten hin. Sieht mir jetzt nicht so direkt nach der Farbe aus, aber... Wie kann man den wechseln? Hier. Corkpress. Das ist eher so die Farbe, ne? Aber was ist dann das dunkle Braun? Das... Ah, das ist das dunkle Braun. Okay. Das und das hier unten. So, dann würde ich aber sagen, dass wir das nämlich was dunkler machen. Und das, was wir eben hatten, ich bin mir nicht sicher, ob das das hier ist. Ach so, steht das nicht in der Anleitung, welche Farbe wir eigentlich nehmen sollen. Genau, das ist die für die Hand. Super, ich habe es gemacht, ohne dass ich jetzt das gemacht habe, was man eigentlich machen sollte, nämlich die Anleitung befolgen. Aber immerhin. Halten Sie dir die Anleitung an. Okay. Wechselt die Werkzeuggruppe bzw. das nächste Werkzeug. Drücken 1 bis 5. Okay. Kann ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen. Wir müssen das in der Mitte... ...schön machen.
Im Gegensatz dazu mache ich das gerade nicht schön. Ja, sowas klebt man aber normalerweise ab. Das macht man nicht einfach so mit der Sprühpistole. Das sieht doch scheiße aus. Muss ich das von beiden Seiten machen? Ich denke mal schon, oder? Oh mein Gott. Kann ich das nochmal umschalten und auf meinem Arbeitsmonitor machen? Da kann ich dann direkt das Malwerkzeug nehmen. Das geht wahrscheinlich einfacher als so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was ist jetzt mit der Hand? Verwende das Werkzeug Airbrush und Pastellpink in dem entsprechenden Bereich des Teils mehrere Teile aufzutragen. Ja, wie jetzt? Soll ich das jetzt da drüber sprühen oder wie? Nee, nur die Fingernägel, oder? Also ich verstehe es so, dass ich nur die Fingernägel machen soll. Oh mein Gott. Also erstens, ja, es sind die Fingernägel. Zweitens, oh mein Gott. Oh, ja gut, da sieht man es aber zumindest nicht so, wenn ich hier einen Fehler mache. Aber da oben sieht man das schon ziemlich heftig. Ich dachte jetzt eigentlich, man muss das nur so in etwa machen und der passt das dann an, aber das war wohl nichts. So, sieht scheiße aus, aber egal. Befestige den Hammer. Ja, Moment, wie komme ich denn? So, dann haben wir den. Werkzeug, wie kann ich? Ah, so ist das nochmal. Kann ich wahrscheinlich erstmal drehen, ne? Zack. Drücke auf Projekt abschließen. Ja, klar. Natürlich. I made a dwarf. Ja, Dwarf Male Celeric Miniature. Oh Gott, ich kann kein Englisch mehr heute. Grundierung super, händisches Bemalen super, naja, zusammensetzen super. Ja, da kann es ja eigentlich auch nicht schlecht sein, oder? Zumindest jetzt hier im Tutorial-Bereich nicht. Sehr schön. Achso, verlasse den. Ja, muss ich jetzt wieder hier drauf klicken. Den soll man auch wieder da platzieren. Soll man den Zwerg direkt daneben platzieren? Wäre vielleicht nicht so gut, ne? Oh, der ist auch viel größer. Okay. Ich glaube, der kann das Flugzeug nicht nehmen. Na gut. Verwende den... Achso, verwende den Computer. Moment. Oha, ich lese etwas ganz, ganz Fieses. Modellbauwettbewerb für Anfänger. Anweisung. Setze das Modell für den Wettbewerb fertig zusammen. Verwende Decals, um die Qualität des Models zu verbessern. Was sind Decals? Belohnung Platz 1 50 Dollar, 40 für Platz 2 und 31 für Platz 3. Was sind das für eine komische... Naja, ist wahrscheinlich nur gerundet irgendwie. Nicht auf dem Podium, man bekommt trotzdem noch 20 Dollar und 200 Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich für alle Plätze. Ruhm und Ehre in unserer blühenden Modellbauergemeinschaft. Du darfst das eingereichte Modell behalten. Das ist doch schön. Wie kann man das denn behalten, wenn man es eingereicht hat? Also man schickt es wahrscheinlich nicht ein, sondern macht Fotos oder was? Liebe Kollegen, die nächste Auflage unseres Anfängerwettbewerbs beginnt jetzt. Wer an unserem letzten Workshop teilgenommen hat, weiß, dass wir viel Altmaterial haben. Ist das nicht die perfekte Gelegenheit für ein wenig Spaß? Jeden Teilnehmer wird eines dieser Modelle in seine Obhut übergeben. Und nach dem Wettbewerb, ach so, man muss da hingehen, darf es sogar in seinen Besitz verbleiben. Keine Voraussetzungen, alle Modellbauer sind willkommen. Interessiert? Dann kontaktiert uns. Gruß Modellbauerverein. Alle sind willkommen. Ja, auch Frauen und Kinder. Nein. Gehe zum Werktisch. Okay, nachverfolgen, damit haben wir die jetzt angenommen. Sehr schön. Muss jetzt wieder Escape drücken. Okay. Ich komme hier trotzdem nicht raus. Achso, da oben. So, ich bin aufgeregt. Was haben wir denn hier für ein Modell?
Wir haben $500. Ich denke mal, damit können wir wahrscheinlich auch weitere Modelle kaufen. Ah, cool. Und wir sind auf Level 2. Das ist noch cooler. Dann öffnen wir das einmal. Wasteland Drifter. Wasteland vor allen Dingen. Okay. Du solltest gar nicht so kompliziert sein, weil ich ja auch schon Autos zusammengesetzt habe. Okay, ihr fangt wirklich komplett von klein an. Mit der Farbe, dann noch mal eine andere Farbe. Ja gut, fangen wir erstmal von vorne an. So. Ach, die müssen wir noch einzeln machen? Nee, das ist doch hier das Ganze, oder? Moment. Ja klar, das ist doch das Ganze. Ich wollte gerade sagen. So, das schmieren wir erstmal mit so einer kackbraunen Farbe ein. Dann nehme ich an die Farbe dafür. So. Dann nehmen wir das nächste Modell. Die Farbe kommt hier ran. Zack. Und ich brauche mal ein bisschen Vergrößerung hier. So, ich denke mal, das sind jetzt nur hier die Reifen. Genau, der zeigt das auch recht schön an. So. Da müssen wir beides verbinden. Das macht denn natürlich rot. Ich denke mal, wir müssen dann das Große nehmen. Und dann eventuell drehen, damit ich das da reinstecken kann. Ja, das sieht, das sah eigentlich gut aus, aber er hat es nicht angenommen. Okay, probieren wir es nochmal. So. Ah, ja, stimmt. Okay, es ist blau, dass das funktioniert. Man muss warten, bis das dann die normale Farbe hat. Verstehe. So, dann haben wir hier die Zweiteile. Mit der Farbe einmal drüber, wenn ich das richtig sehe. Also, und dann mit Schwarz nochmal die Reifen. Zack. So, dann nehmen wir das mal raus, dass ich hier nicht aus Versehen irgendwas anmale. Dann einmal das und na, na, na. Komm, ich hab's doch gerade gehabt. Hallo? Willst du mich jetzt veräppeln? Das war doch gerade drin. Er hat es sogar. Achso, falsche Taste. Er hat es sogar angezeigt, dass es drin war. Also sprich, er hat es mir so angezeigt. Okay. Wenigstens jetzt nimmt das an. Dann die Karosserie. Oh je. Okay. Erstmal die große rote Fläche. Dann die Motorhaube. Oh, ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich doch veräppeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, das geht dann. Ah, okay, ich dachte, ich muss die jetzt alle einzeln machen. Die Frage ist, dass hier unten, das hier, muss ich auch noch machen, ne? Aber dann auf beiden Seiten nehme ich. Ah nee, das ist ein anderes. Soll ich das auf der anderen Seite auch machen? Er zeigt es mir zumindest nicht an. So, Moment. Das soll wahrscheinlich jetzt hier die Fläche sein. Theoretischerweise auch das. Was ist jetzt? Ah nee, das ist nicht das Dreieck, sondern das ist die Fläche, glaube ich, die da noch angezeigt wird. Kann das sein? Ich denke, dass das so durch ist. Moment. Das einmal rot lackieren. Ah, jetzt kommt die andere Seite dran. Okay. Das einmal. Dann, ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, das drumherum.
Und dann haben wir alles, oder? So, das ist wieder vorne. Es macht mir hier gerade richtig, richtig Spaß, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich weiß aber nicht, wie viel Spaß es euch macht, dabei zuzusehen. Deswegen schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob ihr das interessant findet, dabei zuzuschauen. Ob ihr das vielleicht lieber selber spielen würdet. Jetzt muss ich gucken. Hat er es jetzt beides gemacht? Ich glaube, er hat beides gemacht, oder? Ja, er hat beides gemacht. Es würde mich nämlich wirklich mal interessieren, mit anderen Worten, ob ihr davon denn ein Let's Play sehen möchtet oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, das wird wahrscheinlich nicht ganz so interessant werden. Und ich stelle mich da wahrscheinlich auch mega doof mit an. Und dementsprechend werde ich wohl nur ein Angespielt machen. Aber es macht mir im Moment richtig, richtig Spaß. Ich glaube, kann das sein, dass das hinten ist, was wir hier machen müssen? Nee, Moment, hinten war das andere. Wie soll ich das denn hier auswählen? Was ist das? Ich glaube, das ist das. Ja, also wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil mich wird das echt mal interessieren, was ihr so von dem Ganzen haltet, ob ihr da gerne mehr von sehen möchtet. Auch gerne, ob ihr das selber spielen möchtet. Bin ich gerade am gucken. Weißer Streifen, wie soll... Ach so, Moment. Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kannst du für einen netten Farbtupfer sorgen und deinem Modell Detail und Authentizität hinzufügen. Okay, dafür müsste ich dann aber erstmal das Auto relativ gerade hinkriegen, oder? Wo es jetzt wahrscheinlich schon dran hapern wird. Oh Gott, man kann das auch nicht drehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kriege ich das heute noch hin? Jetzt ist das so nach rechts gedreht? Egal, was ich mache, es ist immer irgendwie so komisch nach rechts. Obwohl, so geht's noch. So. Ja, aber das soll doch nicht ganz bis zur Scheibe hoch. Oder? Soll das bis zur Scheibe hoch? Ich meine, das macht er jetzt automatisch. Sieht für mich nur irgendwie ein bisschen komisch aus. Ach, das ist das Decal-Werkzeug. Ah, okay. Verstanden. Und das ist ein Doppelstreifen, den ich komplett durchziehen muss. Ja, ist drauf. Okay. Oh Gott. Oh nein, jetzt muss ich das Auto wieder drehen. Moment, bevor ich jetzt hier irgendwo aus Versehen irgendwas drauf klicke. Wie war das mit der Steuerung? Ah, damit kann man ein bisschen besser und Shift. Okay, ich glaube, mit Steuerung ist es ein bisschen einfacher, das Ganze zu machen. So, und dann... So, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Oh mein Gott. Ja, doch, sieht aber doch relativ... Der hat das E ungefähr da drüber. Also, ja, so ungefähr so wie ich jetzt. Zack. Das ist zwar ein K und kein E, aber ihr wisst, was ich meine. auf der anderen Seite dann auch nochmal. Dann machen wir das mit Steuerung einmal. Und da hat der, ja, das O-N hat er so da drüber. So, sieht aber gut aus, finde ich. Okay, da müssen wir das Ganze jetzt zusammensetzen. Das heißt, ich mache das mal ungefähr so. Zack. Ja, welche sind das denn? Die oberen? Moment, das ist erstmal... Oh, das sieht gar nicht danach aus. Okay, gut zu wissen.
Das. Ach, muss ich ja unten drunter setzen, ne? Nee. Ach, die sollen das sein. Die hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht daraus gesehen. Aber gut. Weil das sieht hier so aus, als ob man das unten drunter setzen soll. Dann die andere Seite. Das ist der. Na. So. Der Motor. Ja, klar. Deswegen sah es auch so leer aus. Den tun wir auch noch rein. So. Ach so, das ist nur für den Motor einmal. Zack. Und für die Dinger, die wir jetzt reingemacht haben, wenn ich das richtig sehe. Einmal. Zweimal. Was zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung. Ach so, das ist ein einzelnes Teil. Ja, dann ist gut. Ich dachte schon, ich bin jetzt total doof, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, was das jetzt für ein Teil ist. So, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist oben. Das heißt, dass die Fläche hier lackiert werden soll. Also lackieren, ne? Okay. So, jetzt nur ein Seitenspiegel drin. Dann das nächste. Das dürfte diese Seite hier sein. Zack. Ja, Moment. Dann müssen wir das einmal. Ach, falsch. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Dann müssen wir das einmal umdrehen und. Und daran verzweifeln, dass es nicht so will, wie ich will. Das sieht hier komplett anders aus, irgendwie. Naja, gut. Okay, also das Ganze hier soll grün. Aber das ist doch eigentlich schon grün. Ich verstehe jetzt nicht, warum man das jetzt nochmal. Ja, das ist doch das, was wir gemacht haben. Was soll denn der Quatsch? Das ist doch die Farbe. Oh Gott. Das Innere oder das Äußere? Das Innere ist hell. Okay. Ach so, ich sollte das mit der zweiten Tür machen. Wieso sagt mir das denn keiner? Na gut. Okay, Moment, das war das Erste. Dann nehmen wir hier die andere Tür. Das muss man doch erstmal wissen. So. Ich habe mich schon gewundert, warum ich jetzt alles hier doppelt färben muss. So, das, das. Ja, das ist so ein bisschen. Blöd, so komme ich besser da dran. Einmal das Innere. So, jetzt aber. Dann brauchen wir das Auto. Es geht immer schneller, wenn man da einmal draufklickt. Das ist die Tür. Die machen wir hier rein. Und das ist die Tür. Die machen wir da rein. Ja, Farbkombination kann man sich drüber streiten, aber ansonsten sieht es doch schon mal recht gut aus. Oh mein Gott. Okay. Wir stehen jetzt gerade auf dieser Seite. Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal das hier. Einmal. Dann das hier. Zack. Dann einmal den Teil. Zack. Und den Teil. So.
dürfen wir das Ganze noch lackieren, nehme ich mal an. Aber hoffentlich alles zusammen. Das sieht schon mal gut aus. Ich muss nur ein bisschen, damit ich hier besser reinzoomen kann. Ja, doch nicht ganz alles zusammen. Das müssen wir einzeln machen. Ist aber nicht schlimm. Das geht noch. Hatten wir nicht? Ah nee, das war das eine. Nö, dann haben wir alles, ne? Wenn ich mich jetzt hier nicht komplett vertan habe. Das ist das. So. Den muss ich da draufkleben, nehme ich mal an. Ja, das ist so relativ mittig. Das heißt erstmal die Farbe und dann den Aufkleber. Dann, das Teil ist schon zusammen. Das ist gut, weil ich glaube, da würde ich sonst die Krise kriegen. Okay, ziehen wir ein bisschen rüber. Zack, dann, das ist die Farbe vom Reifen. Das ist der Teil der Schaufel und der Teil. Das ist der Rest von der Schaufel. Und dieses komische Band. Ist wahrscheinlich so ein Band zum Festmachen hier. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Oh Gott. Was haben wir denn noch alles hier? Eieiei. So. Das ist nicht ganz richtig rum. So rum. Erstmal die großen Flächen rot. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen aus wie bei Pinhead. Dann das noch und dann haben wir alles, ne? Okay, Moment. Das ist jetzt größtenteils von hinten die Sicht. Also das Blaue rein. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das für ein Teil ist hier, was ich gerade reinmache. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie bei einer Zombie-Apokalypse. Nach dem Motto, wir fahren über die Zombies drüber, dann sind sie tot. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck von dem Ganzen ist. So, das ist oben drauf geschnallt. Dann haben wir alles, ne? Drück auf die Schaltfläche Modell abschließen. Ja, ich hoffe, ich denke. Ödlanddrifter. Perfekt, sehr schön. Achso, ich muss ja wieder. Genau. Öffne deinen Computer und hole deine Wettbewerbsbelohnung ab. Ach, das war ja... Stimmt. Jetzt habe ich so lange daran rumgewerkelt, dass ich komplett... Ach so, ja, kann ich gar nicht darüber. Dass ich komplett vergessen habe, dass das ein Wettbewerb war. Oh mein Gott. Vielen Dank für die Teilnahme am Wettbewerb. Wir hoffen, du hattest eine Menge Spaß und wirst deine Modellbauerkarriere fortsetzen. Wir haben Platz 1 erreicht und 200 Erfahrungspunkte bekommen. Yay! Wo ist George? Verdiene deinen ersten Dollar und schau mal, Mama, ich habe mir die Finger nicht zugeklebt. Das ist eine gute Errungenschaft. Eine sehr gute Errungenschaft, also vom Namen her. Ja, cool. Keine aktuellen Aufträge. Nimm einen neuen Auftrag per E-Mail an oder fange ein neues Projekt am Werktisch an. Das heißt, ich nehme mal an, auch wenn meine Stimme jetzt versagt, dass wir hier theoretischerweise oder auch nicht. Sonst haben wir doch hier die ganze Zeit im Tutorial alles anklicken können. Er sollte mir eigentlich neue Projekte, unfertige Projekte und so weiter anzeigen. Hier ist aber nichts. Was mich zu dem Gedanken bringt, dass wir tatsächlich jetzt die Einführung hinter uns haben, nehme ich mal an. Ich schau mal eben, können wir das Teil hier jetzt reinsetzen? Ja, können wir.
Machen wir mal so ein bisschen. So, cool. Ja, cool. Was das? Ach, da können wir dann. Ja, ja, hier steht jetzt auch Fotoecke. Hier kannst du dein Modell vor verschiedenen Kulissen fotografieren. Drücke linke Maustaste. Ja, gut, das müssen wir dann wahrscheinlich aufheben und da reinsetzen. Du besitzt diese Trophäe noch nicht. Hier kommen dann unsere Trophäen rein anscheinend. Okay. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Hier kann man anscheinend nichts machen. Kalender können wir auch nichts machen. Und was ist hier? Hier sind wir gefangen. Okay. Ist einfach nur fake. Oder vielleicht können wir da dann auch... Warum ist das immer so unscharf, wenn ich mich bewege? Das ist irgendwie seltsam, aber gut. Da haben wir noch eine Telefonnummer, können wir gerne mal versuchen anzurufen. Hier können wir auf jeden Fall nicht mehr durch. Ja, ich schätze mal, dass das noch ganz, ganz viel dabei rauskommt. Aber ich wollte ja, wie gesagt, erstmal ein Angespielt machen. Ich wollte nur, ehrlich gesagt, gerne mal gucken, wie man denn jetzt noch was weiteres bekommt. Also wenn wir jetzt hier draufklicken, passiert nichts. Ich kann nur E-Mails öffnen. Alle Nachrichten. Ach so. Ich brauche ein Modell eines R35-Panzer in den Originalfarben. Ah, das wäre dann unser nächstes Projekt. Ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt totale Lust, weiterzumachen. Also ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen definitiv noch hochladen. Schreibt ihr aber bitte trotzdem gerne in die Kommentare, ob ihr davon noch mehr sehen wollt oder ob ihr es dann bei den drei Folgen belassen wollt. Weil, ja, es ist natürlich nicht für jedermann was, so diese ganze Modellbaugeschichte. Ich persönlich finde es immer sehr interessant. Ich finde es auch doppelt interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, das jetzt hier am PC zu machen, mit dieser Hilfe noch dabei. Weil ich habe gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich sehr frickelig werden und ja, da passt wahrscheinlich vorne und hinten nichts zusammen. Aber ich finde es sehr, sehr gut gemacht von den Entwicklern, muss ich sagen, dass man dann diese Hilfe hat, dass angezeigt wird, wo es reinkommt, dass man es dann quasi mehr oder weniger so ein bisschen automatisch da reinmacht und dass man eigentlich nichts kaputt machen kann. Also falsch machen kann man schon was, natürlich die falschen Farben oder so, aber jetzt so in dem Sinne was kaputt machen kann man nicht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das hat man ja leider bei den echten Modellbausachen nicht so. Da kann ja immer mal irgendwas passieren, dass man, keine Ahnung, mit Gewalt rangeht, was abbricht oder was weiß ich was. Und ja, also alleine was das betrifft, muss ich sagen, ist das schon sehr interessant für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, deswegen schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall mal mit diesem Panzer hier weitermachen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mir mal, so drei angespielt Folgen werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht bin ich so angefixt davon, dass ich einfach die ganze Reihe durchgehend aufnehme. Ich bin mir noch nicht sicher. Oder ich werde es so machen, dass ich erstmal ein bisschen warte und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich dann hier weitermache. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze oder konntet ihr euch das Ganze jetzt schon ein bisschen anschauen. Und falls ihr euch das holen möchtet, wie gesagt, ist gerade 50% im Angebot. Und ich glaube, so 8 € rum kostet das dann insgesamt. Und es macht schon Spaß. Also mir persönlich macht es wirklich Spaß. Danke für eure Kommentare und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.